Teutonic Beats heißt ein neuer Disco-Music-Trend, der hier in Berlin entstanden ist. Wie man hört, ziemlich wilde Partys mit verrückter Musik. Und wir sind nach Berlin gefahren, um uns das Ganze mal anzuschauen und festzustellen, ob auch hinter diesem neuen Disco-Music-Trend wieder Dieter Bohlen steckt. Berlin war auch in Sachen Musik schon immer eine Reise wert. Die geteilte Stadt mit ihren verschiedenen sozialen Strukturen und Strömungen ist eine fruchtbare Umgebung für Experimente und neue Trends. Und ein solcher Trend könnte Teutonic Beats werden, wenn das Publikum denn will. In Berlin zumindest sind die Partys ein Hit. Im ehrwürdigen Wrangelschlösschen im Bezirk Steglitz zum Beispiel stehen die Kids Schlange, wenn samstags abends Discjockeys im Alter von 13 bis 20 Jahren Acid-House-Scheiben nahtlos aneinander reihen. Die Discjockeys, eine neue Generation Stars also. Der DJ ist ja im Grunde genommen sowas wie der neue Musiker geworden, der Unterhalter. Weil die Konzertsituation, sprich Star ist auf der Bühne, Publikum schaut unten zu und bewundert nur, ist da eigentlich aufgelöst. Es ist eine sehr starke Interaktion, die Leute kommen auf die Bühne, tanzen mit rum, der Rapper oder wie auch immer geht runter. Im Grunde die gute alte Acid-Party. Wieso Teutonic Beats? Eines Morgens wachte ich auf und hatte einen schönen Ausdruck Teutonic Beats irgendwie in meinem Kopf. Und ab dann hieß es so. Marathon heißt eine der neuen Gruppen. Ihre Musik und ihre Videos sind ziemlich synthetisch. Moritz und Ralf, ihr seid Marathon, seid auch auf diesem Teutonic Beats Label drauf. Wie entsteht denn eure Musik? Was soll ich sagen? Ja, also sie entsteht eigentlich bei mir im Zimmer in München. Im Computer, also es ist nicht mehr so wie früher, dass man jetzt irgendwie jetzt ins Studio geht, zwei Wochen, 24 Spuren und so weiter, sondern einfach Computer, kleines Mischpult, wir bereiten es vor. Dann geben wir das Studio, mischen es ab, in zwei Wochen Sache und dann kommt raus. Also gar nicht mal dieser ganze Akt mit monatelang und irgendwo hinfahren und mastern und es geht alles viel schneller jetzt. Ne? Was macht ihr denn noch selber? Instrumente spielen, singen oder was ist noch Heimarbeit? Oder also die Ideen, natürlich, ein Computer nimmt an die Ideen nicht ab, das ist klar. Ne? Man muss natürlich erstmal den Computer füttern mit Informationen und die Instrumente spielen halt alles selber. Bei ihrem Auftritt hier in Berlin ist uns, dass sie Instrumente selber spielen, mit Ausnahme einer Trillerpfeife allerdings nicht sonderlich aufgefallen. Aber dem Publikum ist's egal. Ja, das Ding ist halt irgendwie folgendermaßen. Ich meine, Solo und alles ist ganz wunderbar, bloß ich meine, du kannst nicht tanzen. Ich meine, guck dir die Leute an, wie sie ausschlippen, das ist halt das irgendwie eine reine Tanzmusik. Ich meine, mehr ist es auch nicht, aber ist okay. Aber ist voll dein Ding, ja? Ich find's nicht schlecht, ja, ist sehr gut. Sag mal, kannst du denn auch den Original Acid-Schrei? Lass ihn doch mal hören. Einer der angesagtesten Discjockeys der Szene ist Westbam. Das Goethe-Institut hatte ihn immerhin zu den Olympischen Spielen nach Seoul geschickt, um dort den Sportlern aus aller Welt mit teutonischen Rhythmen einzuheizen. Alle dachten, meine Güte, geht denn das überhaupt nur mit deutscher Disco-Musik? Und am zweiten Samstag traten dann die Herren auf mich zu und sagten, also jetzt mal ein bisschen halblang, das Gebäude könnte zusammenbrechen, also ohne Spaß. Da war also schon die Devise, mal ein bisschen ruhiger gehen lassen, weil die Koreaner wirklich ausgehakt sind. Deutscher Disco-Power auf dem Vormarsch. Gehört denn Dieter Bohlen da nicht unweigerlich dazu als erfolgreichster Produzent? Dieter Bohlen versucht aber immer so den internationalen Standard zu treffen und das alles. Und das ist eher doch ein bisschen peinlich.